Puh. Druth was a troubled man. Scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. If his tales of hell were true, then that was the source of it. She learned everything she could from him, until she too could see what he saw. Sorry, aber was ist das denn mal eigentlich für eine geniale Idee? Also das mit so einem Spruch zu würdigen, was sie da gemacht hat, ist, sie ist voll daneben. In dem Sinne finde ich. Ich finde das mal eine richtig, richtig geniale Idee. Ich suche jetzt gerade mal nach so eine Steine, die ich gesehen habe zwischenzeitlich. Aber ist natürlich auch sehr mies, was ihm geschehen ist, ne? Aber wie gesagt, die Idee ist nice. Wenn ich überhaupt darauf zu kommen, bin ich schon. Wäre ich nie drauf gekommen. Nie. Auf sowas. Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. And she will do so again. You can be sure of that. Okay. Für mich stellt sich eher die Frage, ist das überhaupt noch real, was sie hier erlebt? Oder ob sie nicht eh schon alles so in ihrem geistigen Kopf durchgeht, in dem Sinne. So, hier unten war nämlich noch einer. Nachdem ich jetzt endlich mal begriffen habe, was man da machen muss. Machen wir das auch. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Gehen wir von aus, jetzt kommt gleich wieder ein Kampf. With the mark of Valravn and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Wenn ich mir über... Ich komme nicht mehr zu... Nein, stimmt, ich komme ja nicht mehr zurück. Da.
Okay, ich glaube, ein, zwei Steine sind mir dann sozusagen flöten gegangen. Oh, ich bin aber auch nicht drauf gekommen, dass man die fokussieren muss. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Ey, ich weiß, dass ich das Tor öffnen kann. Nur leider sind da noch ein paar Sachen von Interesse. Das hier zum Beispiel nehme ich noch. Ymir war ein Frost-Giant. Ein Being of Darkness. Und all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters. Some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice. War hier eigentlich noch was? Nö. Gut. Wie gesagt, mich interessiert jetzt so ein bisschen so diese... Okay, das ist die, im Endeffekt die nordische Mythologie, die jetzt mit erzählt wird. Was ich aber auch sehr interessant finde und deswegen das Ganze eigentlich auch mitnehmen möchte. Ich konnte es ja nicht ahnen, dass man das so machen muss. Naja, ich fahre halt hier nochmal durch. Ist ja zum Glück nicht viel. Wir müssen ja nicht das komplette Spiel zurücklaufen. Nur halt das eine Gebiet, was wir hier auch schon mit haben. Sieht's aus? Ist hier noch irgendwie was, was wir... für uns haben? Irgendein Stein, irgendwas? Nee. Nee, nee. Kann man hier dann wieder zurück? Nur wenn du ein Permit hast, ja. Ach so. Warte. Dann gebe ich dir kurz ein Permit. Einen Moment. So. Du darfst. Warte mal, irgendwie laufe ich gerade falsch. Ist ja schon eine schöne Idee, muss man ja mal sagen. Kann man echt nichts gegen sagen, finde ich.
Ja, du bist nur eine Illusion. Jetzt tu mal nicht so, als ob. Okay, hier war nichts weiter, stimmt. Okay, das ist natürlich auch cool. Dass er das dann so ändern lassen will, ja, warum nicht? Wenn das geht, wenn die das mal sogar machen würden. Ich frag mich, wie ich da hinkomme. Oh, bin ich echt? Das war mir so noch nie erkenntlich. Ja, aber gut, dass ich das jetzt nochmal gemacht habe. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone and his flesh into earth and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky. With his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Ja, wenn das mit Humor nehmen kann, ja, ist ja schon mal irgendwo viel wert. Ich glaube, das hatte ich damals auch nicht, oder? The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree and he stabbed himself with a spear and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Warte mal, hier war auch noch irgendwie was. Genau, einmal hier war nämlich noch eins. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink this spring.
Ach, stimmt, genau. Diese Art des Sehens hatte ja auch Mimir. Dies wissen wir ja aus einem anderen Spiel. The Northmen say that Odin has two ravens. Their names are Thought and Memory. And each day, he sends them out to fly all across the world. Upon their return, they perch on his shoulders and tell him everything they have seen and heard. In this way, he learns of things far and wide. And for this reason... So war jetzt noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Rest war jetzt hier erledigt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da drüben war das Tor, genau. Ansonsten war nur das. Und da war eigentlich kein Stein. Nee. Nö, nö, nö. Gut, dann kommen wir hier durch. Dann haben wir, glaube ich, soweit alles geschichtlich gehört bisher. Wie sieht eigentlich unser Arm aus? Geht. Ich darf halt natürlich auch nur nicht zu oft verlieren, weil das bringt auch noch die Dunkelheit voran. Es bringt ja der Sieg, steigert das ja, und wenn ich verliere, steigt das ja auch das Ganze. Also müssen wir im Endeffekt, ja, was heißt doppelt vorsichtig sein, aber wir müssen halt aufpassen. Was wir jetzt auf alle Fälle dürfen, ist, wir dürfen die Brücke des Todes nehmen. Die Brücke der Toten irgendwie. Und dann dürfen wir nämlich nach Helheim. Wir müssen auf alle Fälle die Göttin Hela finden. Die Göttin Hela wollen wir ja bitten, dass Dillion, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, aber ich glaube, es war so, dass Dillion sozusagen gerettet wird. Auch seine Seele wiederbekommt. Aber was ich nicht... Also wie will man... das ist halt das, was ich mich frage, ob das wirklich real ist. Ich meine, sie hat da seinen Kopf. Und wie willst du jemanden... Jetzt bin ich falsch gegangen. Ich musste da drüben lang. Wie willst du jemanden befreien? Beziehungsweise ihm seine Seele wieder schenken? Wenn er... nur noch seinen Kopf hat. Also, beziehungsweise... ja, nur seinen Kopf. Es würde doch mehr Sinn machen, wenn man rein... also sozusagen den ganzen Körper, also... so ist das für mich, wo ich sage... ist das noch real? Ist das... inwieweit macht das hier gerade alles Sinn? Also, beziehungsweise... was erlebt sie gerade? Ist es vielleicht einfach nur in ihrem Kopf, dass sie das Ganze durchgeht? Oder... ich weiß es nicht. Mal gucken. Don't open the gate.
There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? At your home. He's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him in your sword still beats. A heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart.